Hallo, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Ja, beim letzten Mal haben wir einige der floranischen Hinweise schon gesammelt und haben ein feindliches Schiff angegriffen. Und ja, ich bin jetzt mal einfach nur von dem Schiff hier zu einem Planeten geflogen und habe mir hier die Quest wieder in den Vordergrund gerufen, da wir die noch benötigen. Und ja, wir werden jetzt erstmal. Nein, da wollte ich gar nicht hinfliegen. Und zwar werden wir das System verlassen, denn ja, wir müssen noch ein paar floranische Hinweise uns suchen. Deswegen werde ich jetzt mal. Komm, wir fliegen mal das System hier. Das wird uns 200 Fuel kosten, aber aktuell haben wir da mehr als genug. Ich muss nur gerade mal drüber nachdenken, mein Inventar ein bisschen zu leeren. Denn das ist ja mittlerweile ganz schön überfüllt hier. Das kann da rein, das kann da rein. Denn sonst können wir, wenn wir da mal was Schönes finden, nachher gar nichts mehr mitnehmen. Das Fenstergitter packe ich da mal hin. Das kann da hin, das kann da hin. Mondgestein, das packe ich in eine andere Box. Diese blöde Katze liegt hier aber auch eben mal im Weg. Für die vorderste. Mann, na dann halt nicht. Ach, jetzt bewegst du dich. Blödes Vieh, ey. So, packen wir das mal alles hier rein. Das brauchen wir aktuell auch nicht. Genauso wenig wie das hier und das hier. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Das können wir dann, wenn wir es brauchen, immer noch vom Schiff wieder runterholen. So, und das hier. Genauso wie das und das hier. Das lasse ich auch mal hier. Jetzt ist die Katze wieder davor, ey. Die will mich doch heute echt flachsen schon. Dann gehen wir mal gerade. Da habe ich noch eine. Wo habe ich die Karte denn jetzt schon wieder her? Boah, ey, die läuft einem aber auch jedes Mal hinterher. Jetzt machen wir erstmal die Tür zu, damit die einem hier nicht hinterher dackeln kann. So, das war der hinterste. Kommst du rein? Da war noch ein bisschen Holz. Das packe ich mal nach da. So, jetzt ist das wenigstens ein bisschen aufgeräumt. So. Habe ich hier irgendwas? Schädigungsdämpfung? Einzigartige Waffe? Ja, muss ich mal. Komm, ich pack die erstmal hier rein. So, das packen wir dahin. Das packen wir dahin. Wir haben halt schon ein paar coole Sachen gefunden, aber da ist dann teilweise die Frage, ob wir das unbedingt brauchen. Komm, Molotov-Cocktails finden wir so oft und dann kann ich die wenigstens hier auch mal einlagern. Jetzt mal Wurfblock. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Schild brauchen wir auch keins, weil wir schon ein gutes haben. Da würde ich gerne noch das ein oder andere loswerden, schnell. Boah, blöde Katze, lauf mir doch nicht jedes Mal hinterher, du Nervensäge. So, dich stecken wir da hin. Komm, den Fernseher packen wir da auch rein. Die ist aber auch immer an den Kisten, wo ich hin muss, ne? Komm, Kitty, Kitty, komm. Lauf mir hinterher, komm. Komm her, komm. Boah, blöde Katze, ey. Okay, die sind voll. Okay, wirklich viel Platz habe ich auch in den Kisten gerade nicht mehr. Das heißt, ich. Meine Güte. Ich packe hier mal ein bisschen rein. Also, wenn wir eine Base bauen, ja, dann werden wir auf jeden Fall einiges zum Hinstellen haben. Wo habe ich denn das Ding bitte schön mitgenommen?
kann ich mich noch nicht mal dran erinnern, das aufgesammelt zu haben. So, das kommt dahin. Was haben wir hier? Sitting Lock. Also Baumsamen haben wir auch auf jeden Fall massig aktuell. Ich glaube, so viele Bäume, wie wir hier pflanzen könnten, das würde den CO2-Ausstoß selbst von unserer Erde hier verbessern. Wenn wir die alle anpflanzen würden. Komm, die Kisten lasse ich auch erstmal da. So. Ansetzen. Ich will mich da hinsetzen, blöde Katze. Verpiss dich. Boah, diese Katze, ey. Die macht mich fertig. Erstmal das Fleisch essen, bevor es. Komm, komm. Am besten gehst du hier mit rein. Ach, scheiße, da habe ich keine Tür. Da sollte ich vielleicht mal eine Tür reinsetzen. Dann sperre ich die Katze da immer ein. So. Das sieht doch nach einem guten Planeten aus. Da könnten wir fleischflorianische Sachen finden. Müssen wir mal gucken. So, mal runterbeamen. Okay, da geht's nur. Obwohl, da ist direkt eine Hütte. Okay, das Regal wollte ich eigentlich gar nicht abreißen. Aber gut, jetzt haben wir es abgerissen. Setzen wir hier mal schwupp. Einfach mal die Dinger hin. So, das nehmen wir auch mal alles mit. Das nehmen wir auch mal alles mit. Obwohl, da ist wieder so viel Prüll dabei, den ich eh nicht brauche. Sniper nehme ich mal mit. Die ist aber für den Arsch. Und Basisblock, das lasse ich mal hier. Beziehungsweise das können wir zerlegen, weil so viel finden wir eh. So ein Regal brauche ich auch aktuell nicht. Okay. Hier etwas Gutes zum Verkaufen? Eigentlich nicht. Da geht es auch nicht wirklich weiter, deswegen gehe ich lieber hier unten erstmal lang. Jo. Ich komme direkt mal zu Gegnern. Hört auch auf mich zu schießen. Ich habe hier oben nirgendwo einen Block eingesetzt. Wieso habe ich hier nirgendwo einen Block, Alter? So. Und meine. Also irgendwie habe ich beim letzten Mal, als ich was sortiert habe, hier alles komisch gelegt. So. Genau. Ja, du kommst da nicht rüber. Ich kann deine Kumpels hier erstmal anschießen. Und dich erstmal auch vergiften. So, das war's mit dir, du Affe. Da wollte uns echt Stress machen. So, wirklich. Unverschämt, diese Banditen heutzutage. Da steht nur ein Stuhl. Tomaten nehmen wir mal mit. Was haben wir da? Ach, der Rucksack braucht eh kein Mensch. Ich will nicht mehr so viel Pröll mitnehmen, was ich eh nicht brauche. Und an den meisten Monstern versuche ich auch aktuell einfach dran vorbeizulaufen. Wenn es klappt, ist es ja eigentlich ideal.
Okay, der will nicht. Der will mich einfach nerven. Okay, du willst nicht nerven, dann ist gut. Dann hast du auch nichts zu befürchten. Okay, das Gift, da sollten wir aufpassen. Was? Ach, wo kommt das Vieh denn jetzt her? Wo kommt das Vieh bitte her gerade? Was hat denn da so krassen Schaden gerade bei mir angerichtet? What the f- Ach so, so kleine Viecher schießt er ab. Deswegen haben wir so viel Schaden bekommen. Aber gut, ich glaube, hier unten werden wir auch nichts Florianisches finden. Außer Müll wird hier wirklich nichts sein. Wow. Hauptsache, das Vieh kann einfach mal alleine die Tür aufmachen. Du willst mich doch jetzt verarschen. Das fand ich jetzt nicht nett. Wieder zwei auf einen. Muss echt sein, die Ausdauer, die man hat, ist echt teilweise für den Arsch. Früchte und so. Das nehme ich immer mit, ob ich es jetzt brauche oder nicht. Man kann ja auch dann schon mal mehrere Basen bauen und sagen, dass man das ein oder andere dann sogar an der Base lässt. Weil man nicht jedes Mal mit allem hin und her umziehen möchte. Beziehungsweise dann hat man im Notfall mal an einem Standort auch Nahrungsmittel auf Lager quasi. Haben wir aber auch. Jo. Da hat er einfach mal den NPC runtergeklatscht. Ja, ich möchte mit dir quatschen, Junge. Muss ich dir jetzt einen Weg nach oben bauen, damit du da hochkommst wieder, oder was? Ich wollte nämlich eigentlich was bei dir kaufen oder gucken, ob du was Schönes zu kaufen hast. Aber irgendwie will der hier nicht. Komm schon, ich mach dir sogar extra einen Weg hier nach oben. Wo können wir auch hier zur Seite bauen? Okay, müssen wir natürlich von der Decke ein bisschen niedriger. So. Müsstest selbst du, Depp, hier durchkommen. Damit du hier nicht durchfällst, machen wir das mal dazu. Und damit du da nicht versehentlich runterfällst, machen wir es dazu. Also im Notfall finde ich dich hier unten im Erdloch. Okay, das war vielleicht auch nicht ganz so perfekt zum Aussteigen. So. Vielleicht kommt er jetzt hoch. Nope. Der NPC hat keinen Bock. Dann kann ich ihm auch nicht helfen.
So. Plündern war halt seine kleine Kiste hier. Aber Anzeichen von Florianern habe ich jetzt leider bisher noch nicht gefunden. Schade. Es wäre nämlich cool, wenn wir die Quest mal so langsam abschließen könnten und wir mal eine neue vernünftige Quest kriegen würden. Weil so ein paar Quests mehr, die zur Hauptstory dazugehören, anstatt nur diesen quasi Nebenquests, wäre schon schön. Weil ich möchte schon von der Geschichte jetzt mal ein bisschen mehr noch mitkriegen. Autsch. Wir sind jetzt aber nicht schon da, wo wir gestartet sind, ne? Ey. Sah ein bisschen anders aus. Ach, hier wächst ein bisschen Reis. Aber das sah man in der Dunkelheit sehr, sehr schlecht gerade. Und manchmal ist das Spiel echt ein bisschen laggy. Ich weiß nicht warum. Obwohl es jetzt keine High-End-Grafik hat und der Rechner auch weitaus stärker ist, um das Spiel zum Laufen zu halten. Also da läuft aktuell immer noch alles auf Ultra. Nur hier, das Starbound, das will nicht immer so ganz. Also manchmal habe ich da schon Lags, die ich ein bisschen sehr seltsam finde. Also wir haben jetzt wieder so viel zum Anpflanzen gefunden. Also wir könnten uns wirklich so krass viele Basen bauen. Wieder ein bisschen Reis, da wieder Kartoffeln. Okay, das nehmen wir mal mit. Ich habe nämlich keinen Bock jetzt anzuhalten, um von den ganzen Viechern hier gejagt zu werden. Mal eine Treppe bauen quasi. Eine improvisierte zumindest. So geht das doch ganz easy. Hauptsache da oben wächst eine Kartoffel. Am Hang. Läuft. Upala, das war knapp. Das sah erst so aus, als würde der Berg ein bisschen weiter gehen. Und dann ging es dann doch schnell bergab. Und hier habe ich noch eine Kartoffel übersehen. Alter Schwede, wie viel wächst denn hier? Oh, ich glaube, ich bin schon voll. Aber ich muss eh was essen. Kann ich mir ein paar von den Dingern mal reinpfeifen. Direkt mal ausruhen. Und das Fleisch könnten wir jetzt auch schon mal fertig kochen. Karotten machen wir auch mal fertig. So. Schöne, nahrhafte Kartoffeln und Tomaten. So, jetzt sind wir auch voll gefressen und haben wieder genug Platz, um noch mehr Essen einzusammeln. Also es ist echt krass, wie viel wir finden. Also ich glaube, wir brauchen demnächst noch einen Kühlschrank. Und wir haben Floriana, glaube ich, gerade gefunden. Das sieht zumindest aus wie Floriana. Ja, das sind Floriana. Aber fahren wir hier schon? Nee, auf dem Planeten waren wir ja nicht. Das war ja ein unbesiedeltes, also beziehungsweise ein Gebiet, in dem wir noch gar nicht unterwegs waren. Das habe ich zwischen noch nicht gescannt, sowas. Okay, hier ist auch nichts Besonderes. Das habe ich auch schon alles. Das sind halt die gleichen Sachen, die wir schon mal hatten. Dann brauchen wir die natürlich dann nicht nochmal scannen. Autsch.
Da haben wir doch was gefunden. Bald ist es soweit, dann dürften wir diese Quest nämlich abgeschlossen haben. Nichts mehr. Ah, cool. Wir haben anscheinend jetzt genug Hinweise gefunden. Das heißt, dass wir bald dieses Artefakt finden können. So, jetzt mache ich die Quests hier in dem Dorf mal so ein bisschen fertig. Ja, Kupfererz kannst du von mir haben, das kannst du auch von mir haben. Das gebe ich wieder deinem... Nein, das gebe ich deinem Kumpel. So, und dann kriegst du hier wieder was. Bitteschön. So. Wir helfen doch gerne. Oder auch nicht. Finde Camp in den Ruinen. Okay. Was bist du denn hier? Was bist du denn für ein Typ? Alter. Wow. Der hat mich mal einfach umgenutzt. What the fuck? Alter Schwede. Ich werde jetzt mal hier rechts lang. Ich hoffe, dass es ein kürzerer Weg ist. Das wäre sonst ein bisschen scheiße. Jetzt habe ich natürlich auch keinerlei Treppen mehr. Du willst mich doch jetzt verarschen. Das ist manchmal ein bisschen bescheuert, dass du teilweise wirklich wichtiges Zeug verlierst. Warum ist hier Schnee? Oh, weia. Ich lass dich in Ruhe, dann lass mich auch noch. Oh Gott, wie soll ich denn da so hoch kommen? Wurfstein, braucht kein Mensch. Da war jetzt nur Zeug drin, was ich gar nicht gebrauchen kann. Wow, das Vieh hat auf jeden Fall gerade den Turbo gezündet. Das nehmen wir mal mit. Ist cool, wenn man sich so klein machen kann, dann kommt man auch durch die kleinsten Lücken. Okay, da komme ich so nicht einfach hoch. Zack. Okay, so geht das. Man muss halt manchmal improvisieren können, wenn man dann mal versehentlich wirklich verreckt ist. Aua. Puh, das war knapp. Da wäre er nämlich fast noch dran gekommen. Ich habe eigentlich gedacht, dass rechts rum der kürzere Weg ist, aber wir sind hier die ganze Zeit in einem Schneegebiet, ey. Muss doch hier langsam mal wieder normal werden. Okay. Sieht jetzt mindestens. Uff. Das hätte weh tun können. Das kann ich mir später nochmal angucken. Aber erstmal muss ich mein Stuff hier kriegen. Schwede, wie weit ist denn das noch? Also damit habe ich jetzt echt gerade nicht... Wow! Toll! Der Schnee, der hier liegt, ist also locker.
gut zu wissen. Jo, ich habe mich gerade an einem Block eingegraben. Du willst mich da verscheißern jetzt. Ach so, ne, ich hing hier fest, deswegen. Das, manchmal sieht das von manchen Perspektiven so aus, als wäre da nichts. Und dann ist da dann doch eine Barrikade. So. Komm, dann hauen wir hier alles raus. Brauchen wir in die Richtung nämlich dann nachher schon mal gar nicht mehr gehen. Aber ärgerlich war das jetzt schon. Aber immerhin sind wir jetzt nicht mehr in so einem Schneegebiet. Aber ich frage mich, was dieser Gegner gerade bei denen in der Base zu suchen hatte. Da ist auch eine Menge zum Anpflanzen. Ja, das sind denn jetzt mal meine Sachen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr lange brauche, bis ich da angekommen bin. Aua. Meine Güte, verpisst euch doch. Was wollt ihr denn ja alle von mir jetzt? Oh, ja, genau. Du willst mich doch jetzt verscheißern. Ich kann kotzen. Ah, nee. Toll. Ich gehe doch links lang. Oh, Backe. Also das war jetzt wieder total unnötig. Und echt nervig. Ich könnte fast schon darauf wetten, wir waren fast angekommen. Und dann werden wir dann schon wieder gekillt. Nur weil wir da Giftschaden haben, weil ich hatte halt zu dem Zeitpunkt nichts zum Heilen. Ich habe auch nichts zum Herstellen aktuell dabei, das ist das Problem. Wenn man halt natürlich diesen Platz... Alter, hör auf! Wenn man natürlich diese Sachen, die man dafür braucht, die verliert man natürlich vollkommen. Wow, ja genau. Jetzt will das Spiel mich aber ganz hart ficken. Alter. Nein. Lass mich in Ruhe. Was habe ich euch getan? Das ist die Quest, zu der ich hin sollte. Aber ganz ehrlich, wenn ich nichts zum Heilen habe und meine Sachen da noch irgendwo rumschwirren, dann werde ich ganz bestimmt nicht nochmal verrecken wollen. Alter, was sind denn hier auf einmal so richtig viele Viecher auch unterwegs? Das ist ja ekelhaft, ey. Oh, ihr dämlichen Viecher, ey. Da bin ich jetzt schon wieder drauf gekriegt, einen Anfall. Das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Meine Fresse. Boah, ey. Verpiss dich. Ich hab nichts zum Heilen, aber gar nichts. Autsch. Oder habe ich... Ich kann den mal kurz... Wenn ich ihn irgendwo platzieren könnte, würde ich mich ja hin... Meine Güte. Ist keine vernünftige ebene Fläche oder was? So, zack. Um uns mal ganz kurz drin aus. Also zumindest meine Items möchte ich jetzt noch schnell wieder haben. Deswegen diesbezüglich werde ich die Folge jetzt ein bisschen länger ziehen quasi.
Ey, du blödes Drecksvieh. Von wir hatten gerade ein bisschen live geheilt. Meine Güte, ey. Aber was ich auch lustig finde, das behalten wir. Aber die Nahrungsmittel sind komischerweise alle weg. So, das sollte jetzt zumindest... Oh, da war ich noch gar nicht dran. Toll. Das sollte jetzt zumindest bis zu dem Dorf hoffentlich reichen. Meine Fresse. Ja, genau, du springst auch in dem Moment, in dem ich ausspringe. Und wieder tot. Ich kotz ins Essen. Ich kotz ins Essen gerade. Es ist doch nicht normal, oder? Es ist echt nicht normal gerade. Lasst mich in Ruhe. Dämliche Viecher, ey. Boah, wir waren doch gerade wieder so weit. Meine Güte. Ich frage mich, ob meine Sachen da jetzt überhaupt noch liegen oder ob das jetzt alles weg ist. Das ist mal mega ärgerlich. Wenn das jetzt ein Multiplayer-Session wäre. Oh nein. Fuck. Wo ich mit Sidi und Statalius drin bin, dann wäre das ja gar nicht das Problem. Dann hätte einer von den Jungs schnell mein Zeug gesaved. Und fertig. Aber so ist das natürlich ein bisschen ungünstig. Das heißt, ich muss da schnell selber hinlaufen. Und daher haben wir dann heute eine Überlänge-Folge. Jetzt haben wir die letzte Folge, war ja schon ein wenig länger als sonst. Was mich gerade wundert, wo sind die Gegner? Die sind da unten gegangen, okay. Da können die gerne bleiben. Wenn sie denn da unten geblieben wären. Drecksgift schon wieder. Ich habe aber auch ein Glück gerade wieder. Puh. Alter Schwede. Boah, ich will nicht diesen Kack-Müllbeutel aufmachen. Ich brauche dringend was zum Heilen, aber ich habe hier nichts in der Nähe. Machen wir uns mal schnell ein paar Bandagen. Beziehungsweise ein bisschen Heilsalbe. Alter Schwede. Ich habe nicht gedacht, dass das so ein Krampf werden würde. Vor allem, ich habe sogar meine ganze Heilsalbe verloren. Wir haben doch hier... Wo war es denn? Das brauche ich eh nicht. Das brauche ich auch nicht. Habe ich denn nichts Explosives gerade gefunden? Das kann weg. Ja, keine Ahnung. Weg mit dir. Hau ab. Der hat mich schon wieder fast getötet. Aber ich finde es komisch, dass hier auch gerade so übertrieben viele Monster unterwegs sind. Also
Ich hab's in Erinnerung, dass wir schon mal hatten, wo kaum welche da waren und hier haben wir jetzt auf einmal massig. Ich wollte doch eigentlich nur meine Sachen wieder haben. So ein blödes Vieh greift uns auch jedes Mal an. Dann schalte ich das lieber vorher aus, bevor es in den Angriffsmodus quasi wechselt. So. So, das nächste ist schon mal hier wieder angekommen. Meine Güte, ey. Da wollte ich gar nicht rein. So. Das kann schon ein bisschen abfacken manchmal. Meine Güte, lasst mich doch einfach in Ruhe, ihr blöden Viecher, ey. Ich hab euch nichts getan. Und ich hab eigentlich auch nicht vor, hier für sowas, wenn ich mal sterbe und zu meinen Sachen will, dafür extra quasi einen Admin-Modus reinzuhauen, um mir dann quasi hier den Gott-Modus zu machen. Das wäre halt auch ein bisschen low und ja, ich weiß nicht, das brauchen wir eigentlich so nicht, aber es ist halt gerade echt richtig nervig gewesen. Ach, meine Güte. Viecher, die nerven aber auch teilweise ein bisschen, ey. So. Komm, den packen wir mal hier. Ich will, weißt du, nicht, was ich da für eine dämliche Waffe wieder gefunden habe. Die ich eh nicht brauchen werde. So. Jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr so weit sein. Aber Überlänge ist definitiv mal so richtig da. Oh, weia. Es werden aber auch nicht weniger Monster gerade. Es werden wirklich nicht weniger. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, hier sind mehr als vorhin. Ja, immerhin habe ich die, die ich finden sollte, auch schon mal gefunden. Ich habe nur keinen Plan, wo ich die jetzt genau hinbringen soll. Hey, da liegt ja mein ganzes Zeug. Wow, der Typ hier lebt ja immer noch. Wollte mich ja doch verarschen, oder? Jetzt muss ich mich erstmal wieder vernünftig ausstatten. Der Schrott kann erstmal weg. So, die Heilsalbe kommt damit bei. Das Schild brauche ich nicht. Das packen wir damit bei. Wo sind denn die normalen Bandagen da? Die packe ich hier mit bei. So. Ich glaube, das ist nämlich langsam ein bisschen besser. Von wegen verschonen. Ich hau dich in Stücke, du Pisser. Meine Fresse, ey, der war ja mal richtig hartnäckig. Huh. Alter Schwede. Ja, bin ich froh, dass wir das jetzt endlich überstanden haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir auch an der Stelle jetzt endlich mal Schluss. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute.